Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute, wie du in 5 Schritten zum Call of Duty Pro wirst. Wahrscheinlich kennst du das. Du bist in so einer Runde, stehst vielleicht 8 zu 8, heißt eine 1 AKD, und siehst einen Prestige Master, der 30 zu 2 steht, und du denkst dir nur so, wie macht der das? Wie kann der so gut sein? Und genau dieses Geheimnis werde ich heute lüften, denn nachdem ich diese 5 einfache Regeln befolgt habe, bin ich selber zu so einem guten Spieler geworden. Und zwar, das erste, was du machen musst, ist eine Waffe finden, mit der du spielen kannst. Weil es nützt dir nichts, wenn du der beste Pro bist, aber du einfach nicht mit deiner Waffe spielen kannst. Ich habe jetzt mal in Black Ops 3 jede Waffe auf Gold gespielt, um mir mal ein Bild von jeder Waffe zu machen. Und ich persönlich kann jetzt ja gut mit Shotguns spielen, generell mit allen möglichen Shotguns, außer der Argus. Die Argus ist eine Dreckswaffe. Mit der P06 bin ich noch sehr gut. Und mit der KN44. Das sind wirklich meine Waffen, mit denen ich gut rasieren kann. Die VMP gehört auch noch dazu. Und ja, Dark Matter zu spielen kann echt eine große Hilfe sein beim Finden seiner Waffe. Und probiert es am besten einfach mal aus. Der zweite Punkt ist das Überdenken deiner Spielart. Denn es kann sein, dass du zu offensiv oder zu passiv spielst. Und zwar, vielleicht hast du eine Shotgun und gehst nur auf Long Distance oder gehst mit einer VMP auch nur auf Long Distance oder das Sniper auf Near Distance. Das ist dann schon ein bisschen weird, also du musst am besten eine gute Spielart finden, vielleicht etwas taktischer, wenn du zu offensiv bist, aber auch nicht zu taktisch, weil wenn du nur im Eck campst, dann merken die Spieler auch irgendwann, dass du nur im Eck campst und werden dann direkt alles abscopen. Und deswegen überdenkt einfach mal eure Spielart, spielt nicht zu offensiv, aber auch nicht zu passiv, sondern findet einfach eine gute Mischung dazwischen, weil, wie sagt man so schön, die Mischung macht's. Und zwar, der dritte Punkt ist, trainiere dein Aim. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel gegen Bots spielst. Also, du stellst es dir so ein, dass du 6 gegen 6 gegen Rekrutbots spielst. Gegen Rekrutbots deswegen, weil du da einfach dein Aim dran trainieren kannst. Zum Beispiel kannst du dann, bevor du online spielst, gegen 6 Rekrutbots bis 200 mit der Locus versuchen zu quickscopen, wenn du jetzt ein besseres Locus-Aim haben willst. Oder wenn du mit der VMP ein besseres Aim haben willst, kannst du das auch mit der VMP versuchen. Deswegen versuche dein Aim zu trainieren und dich möglichst, bevor du online spielst, warm zu spielen. Das machen auch sehr viele Prestige-Master, unter anderem ich. Bevor ich online spiele, spiele ich mich erst mal 300 Punkte gegen Rekrutbots warm. Das kann auch gut helfen, weil man dann wieder ein Gespür fürs Spiel kriegt. Der vierte Punkt ist, versuche häufiger zu spielen, weil man sagt ja auch nicht umsonst, Übung macht den Meister, und wenn du jetzt öfter spielst, wirst du dadurch auch ja besser, weil du mehr Übung hast. Versuche vielleicht regelmäßig zu spielen, aber auch nicht so häufig, dass du deine sozialen Kontakte komplett vernachlässigst. Also versuche eine gute Mischung zu finden, häufig zu spielen, aber trotzdem noch ein Leben zu haben. Und der letzte Punkt ist, guck dir mal ein paar Call of Duty YouTuber an, da diese wahrscheinlich meistens Skill haben und darüber auch ihre Videos machen und du deren Spielverhalten auch imitieren kannst und auf dein eigenes Spielen anwenden kannst. Und da kannst du dir vielleicht auch mal ein paar Spiele im Kinomodus angucken und die gleichzeitig mit Videos von YouTubern vergleichen und gucken, was hast du vielleicht falsch gemacht, was könntest du noch besser machen. Und der Kilo-Bonus kann auch bei der Federbelebung etwas helfen, da du dort ja auch aus allen möglichen Kameraperspektiven gucken kannst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass es uns doch mit einem Kommentar und einem Like wissen. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls du noch mehr von uns sehen willst. Und ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao.